Magazin machen wir ja schon seit vielen Jahren. Damit dokumentieren wir, wie das abgelaufene Jahr war, wohin die Spenden gegangen ist. Für uns war immer wichtig Transparenz und das dokumentieren wir in der Broschüre. Dann kann jeder anrufen und fragen, habt ihr das Geld auch bekommen? Und die Mitglieder werden vorgestellt und die Veranstaltungen. Eigentlich ist es eine Sache, die auch sehr gerne als Autogrammbuch genutzt wird und so weiter. Also ich habe so eine Broschüre noch nie irgendwo im Papierkorb gefunden. Arthur Braus. Ja, Arthur, der erste Deutsche, der in Amerika ganz, ganz große Erfolge hatte und in Deutschland bekannt über das Großstadtrevier, und wir haben ihn auch lange nicht mehr gesehen. Arthur, schön, dass du da bist. Bravo, Arthur. Was war für Sie das Highlight des vergangenen Jahres im Verein? Also das Highlight, also wir haben so viele Highlights, wenn auf einmal Künstler wie Anastasia bei uns umsonst singen und Roland Kaiser, Vicky Leandros, wie sie alle heißen, Bonnie Tyler und. Und das finde ich allein schon toll, dass sie uns unterstützen. Aber die Highlights sind wirklich, wenn man in Institutionen reingeht und sieht, wie groß die Not ist und dass man da helfen kann. Und sieht die Freude der Kinder. Oder wir haben ein Mädel operieren lassen, die hätte nicht mehr gehen können. Ein Jahr später steht die da, konnte immer noch nicht flüssig gehen wie wir, aber sie konnte gehen. Und die Freude in den Gesichtern, das ist einmalig. Was bedeutet es für Sie, einer von den Eagles zu sein? Ich bin ja seit Anfang an mit dabei, als Gründungsmitglied. Ich war mit als einer der allerersten dabei und war auch eine ganze Zeit lang im Vorstand mit von den Eagles. Bedeutet mir schon sehr viel, wenn man so sieht, aus so einer Idee, da sitzt man mal zusammen, macht Jux und Tollerei und sagt, oh, wir könnten einen Club gründen. Und wenn man dann sieht, was heute nach 26 Jahren daraus geworden ist, schon sensationell, wie viele Menschen wir auf die Art und Weise haben helfen können, wie viel Geld wir eingespielt haben und natürlich auch die Freundschaften, die dadurch entstanden sind, nicht nur unter den Mitgliedern, sondern auch zu Menschen, denen wir helfen haben können. Und das ist einfach das Schönste überhaupt. Das ist wichtiger als Geld, ist eben anderen Menschen helfen zu können. Ach, da ist man erstmal stolz drauf, weil man ja viel bewegen kann durch das Hobby, Golf spielen. Ja, und es ist eine lustige Truppe. Von Sportlern, alles Legenden, ehemaliges, auf Deutsch alles alte Säcke eigentlich. Wir haben viel zu wenig junge Leute, aber die suchen wir ja permanent noch. Ja, das ist für mich schon eine Auszeichnung, weil erstmal überhaupt da aufgenommen worden zu sein damals, das war schon eine Riesenfreude für mich. Und ja, es ist, ist auch eine Verpflichtung, weil wir doch viele Turniere im Jahr hat und man hat auch eine gewisse Verantwortung, und das Schönste dabei ist aber, dass wir alle zusammen ähnlich ticken halt, dass wir sehr, sehr gern für andere da sind, und wir wissen alle, dass es uns eigentlich ganz gut getroffen hat im Leben, dass wir auch Glück hatten, und da möchte ich noch ein bisschen was zurückgeben an die, die vielleicht nicht so viel Glück hatten. Ich bin ganz stolz, ich bin mit Golf aufgewachsen und ich darf hier in diese wunderbare Golf-Charity-Verein-Gruppe mit dabei sein seit vielen Jahren und meinen schlechten Golf immer mal wieder im Einsatz bringen. Aber wir haben sehr viel Spaß und wir können was Gutes bewirken. Das Allerbeste, was es gibt, weil wir machen die Eagles-Veranstaltungen für einen guten Zweck. Wir spielen aus Spaß und Freude Golf und dann können wir das noch verbinden mit einer guten Veranstaltung. Und dass wir da Leute unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. Darum sind wir Eagles. Die Ehrenbürgerin der Stadt München, Frau Jutta Speidel. Da drüben sitzen diese Bärchen. Was hat es denn mit denen auf sich? Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja kein Eagles. Ich spiele ja nicht Golf, sondern ich bekomme von den Eagles für meinen Verein Horizont einen Scheck überreicht. Und ich glaube, die Bären sind alle für Horizont und die müssen gekauft werden. Und jedes Kind, aber ich glaube, wir haben momentan so um die 185 Kinder, die wir betreuen, soll so einen Bären bekommen. Also schauen wir mal. Also nachdem ich so kurzfristig jetzt erfahren habe, dass ich so viel Bären mitnehmen muss, bestelle ich jetzt einen großen Van am besten. Sehr gut. Der parkt dann da vorne und dann könnt ihr die Bären da alle reinpacken. Das machen wir. Das ist eine tolle Idee.
Und ich hoffe, dass heute ganz, ganz viele Bärchen verkauft werden. Also aus dem Alter der Bärchen bin ich ein bisschen raus, aber ich helfe natürlich gerne mit. Und ich spende auch immer wieder auch den Eagles und engagiere mich auch noch anderweitig sozial. Also wenn es geht, helfe ich. Die Bärchen sind gespendet worden und die haben wir im Dezember das erste Mal verkauft. Und da kommt auch der Name des Käufers drauf. Und dann werden die in Kinderheimen, in Kinderkliniken, Krebskliniken wurden die vor Weihnachten verschenkt. Und das wird dieses Jahr auch wieder der Fall sein. Ja klar, wir verkaufen die, glaube ich, für 25 Euro Stück. Und dann übernimmt man gleichzeitig eine Patenschaft für ein Kind. Und der Reinerlös, diese ganzen, ich habe sie schon gesehen, neueste Ehrenbürger Münchens, Jutta Speidel ist da, bekommt dann für ihre Stiftung Horizonte hoffentlich großen Scheck heute. Ja. Ihr wart eine der ersten, die mich bei Horizont unterstützt haben, vor über 20 Jahren. Und damals wusste ich überhaupt nicht, was die Eagles sind. Von meinen Eltern wusste ich, dass der Ball klein und rund ist, weil die spielten Golf. Ich bin so ungefähr das Unbegabteste, was Ball angeht. Und deswegen habe ich in meinem Leben es nicht probiert und werde es auch nicht mehr probieren. Ich kann einfach nicht. Ich kann Skifahren und alles mögliche andere, aber Golf spielen kann ich nicht. Horizont gibt es seit 22 Jahren und ist ein Verein für obdachlose Kinder und Mütter. Und wir haben zwei Häuser, in denen ein sehr ausgeklügeltes Betreuungssystem ist. Und ja, wir schauen, dass den Frauen, also den Müttern und den Kindern eine neue Lebensperspektive erschaffen wird. Also wir gehen sehr individuell auf die einzelnen Bedürfnisse der Menschen ein, auf ihre Probleme, die sie haben, warum sie obdachlos geworden sind. Und da gibt es ja natürlich sehr, sehr vielerlei Gründe. Aber einer der Hauptgründe ist Gewalt in der Familie. Bedeutet es Ihnen, heute hier eingeladen zu sein und auch den Scheck mitzunehmen? Sehr viel, weil ich kann wahnsinnig viel Geld gebrauchen, immer, weil wir haben zwei Häuser und ich habe 40, bin ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 40 Mitstreitern und sehr viel Ehrenamt und das muss halt alles am Laufen gehalten werden und insofern, ich brauche jedes Jahr, habe ich doch ein Volumen von 1 Million und das ist schon ganz gewaltig. Als ehemaliger Profisportler, sind Sie auch ein ehrgeiziger Golfer? Nein. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Eigentlich eher nicht. Also ich spiele jetzt seit über 35 Jahren Golf und der Ehrgeiz ist irgendwann mal auf der Strecke geblieben. Jetzt steht mir das Vergnügen und der Spaß im Vordergrund. Und ich freue mich, wenn ich nette Mitspieler im Flight habe und wir viel Spaß auf der Runde haben. Das steht viel mehr im Vordergrund als das Ergebnis. Golf war nie mein Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz war mein vorheriger Sport, das war Fußball. Und da war ich ehrgeizig, da habe ich richtig gebissen, aber beim Golf, das ist mein Hobby und meine Freizeit und das genieße ich jetzt. Also klar will man natürlich halt schon ein gutes Golf spielen, aber ich denke, das Wichtige ist halt, dass man viel Spaß hat dabei und ja, dass die Leute sich freuen, halt einfach mit uns mal spielen zu dürfen. Ich habe die Zeit nicht dafür. Ich bin ehrgeizig und dann wird man frustriert und ich denke, ich versuche es einfach zu genießen, weil ich habe einen guten Schwung, das habe ich als Kind gelernt, aber das Spiel muss man wirklich üben und viel spielen, ein paar Mal in der Woche. Und ich bin noch voll aktiv im Beruf, deswegen irgendwo muss man sich entscheiden. Aber wenn ich spiele, dann singe ich auch immer. nicht mehr. Ich bin mehr, sagen wir, so ein Charity-Golfer. Bei mir kommt es darauf an, dass man auch Spaß hat. Spielst du auch Golf? Ehrlich gesagt, nein, nur Minigolf bisher, ja. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber Minigolf habe ich schon gespielt, das macht mir auch Spaß. Aber echtes Golf habe ich bisher noch nicht gemacht, ja, noch nicht gespielt. Sind Sie selbst auch ein ehrgeiziger Golfer? Nein, schon lange nicht mehr. Das hängt auch damit zusammen, dass ich viel zu sehr mit Veranstaltungen beschäftigt bin. Aber mir geht es um die Sache und die Sache ist für mich wirklich, dass man helfen kann. Und das ist das schönste Geschenk, wenn man das darf und kann. Und ich habe eben das große Glück, dass ich viele bekannte Persönlichkeiten habe, die bei uns im Club sind. Und das ist einmalig.